So, ich bin jetzt genau hier stehen geblieben, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir starten jetzt mal die Mission. Und zwar scheint jetzt hier irgendwie die Risse offen zu sein. Also wir werden auch wieder regelmäßig hierher kommen müssen. Schauen wir uns erst einmal die Karte an. Wie schaut das hier aus? Okay, das heißt, wir müssen im Endeffekt schauen, ob wir die Sachen schließen. Fahrt zur Hölle, verdammte Kacke. Lass doch wenigstens die Tür offen, wenn ich rein. Okay, da müssen wir so ein bisschen auf den Status von der Halle ein bisschen aufpassen. Okay, so der Tempel erschrecken. Den lenken wir doch um. Einfach rein mit uns, wir wollen uns da gar nicht zu lange aufhalten. Alter, wie schaut's denn hier aus? Eine Nachricht? Steht da irgendwas? Lesen wir mal vor. Der Älteste will ihren Tod. Kaiserin Selene. Er hasst sie, verfolgt sie, will ihren Tod. Aber warum verrät er nicht? Und er verbirgt doch nicht. Okay, Schlüsselbuch. Brief aufheben. Diese Nachricht ist in vielen Stellen zerknittert, so als wäre sie mehrmals gefaltet, damit in eine Tasche gestopft worden. Seid vorsichtig, jeder Templer wird auf das, was ihr seid, achten. Ein Lordsucher lässt sich nie ohne seine zeremonielle Rüstung sehen. Ich habe eine Nachbildung anfertigen lassen, die euren Zwecken in Terrinfall dienen sollte. Vergesst nicht, in der neuen Welt unserer Meisterschaft gibt es keinen Platz für Sucher. Das Leben von Lucius Corrin endet mit euch. Müssen wir uns auf jeden Fall dann langsam in die große. Schick, 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 schick. Einzigartiger Stab hier. Ich will jetzt eigentlich hier gar nicht allzu lange aufhalten, weil ich will hier diese Sachen noch mitnehmen. Da müssen wir schon wieder zurück. Okay, wir haben jetzt immer noch nichts gefunden. Wir müssen uns ein bisschen schicken, weil die lenkt langsam an Energie ab da drin. Okay, das haben wir, wollten wir haben. Drei Kisten, hohe Qualität, Westsenkenminen. Okay, das ist das Lyrium. Okay, haben wir jetzt hier soweit alles? Okay, hier unten gibt es da noch was zu mitnehmen. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Alter, das ist auf der anderen Seite. Ich höre Kampfgeräusche. Wir sollten in die große Halle zurückkehren. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Alter, wo ist das Ding, was wir brauchen? Templer können die Marschbarriere des Dämons zerbrechen, brauchen dafür jedoch Lyrium und die Unterstützung ihrer Veteranen in der großen Halle. Halt die große Halle und hilf den Templern. Haben wir nichts. Wir gehen jetzt in die Halle und begeben uns auf die andere Seite. In Zweifelsfall müssen wir hier nochmal herkommen und uns dann in Ruhe umsehen. So, halt die Frage, wie komme ich zurück zur großen Halle? Geht mir aus dem Weg.
Nicht euer Ernst. Bitte die große Halle. Alter, jetzt wird's zwar echt ernst. Wo ist der? Alter, wir müssen ja bloß zurück, wir müssen schleunigst dahin. Ah, Gott sei Dank, ey. Das wäre jetzt fast eng geworden. Wir werden sogar gegen die paar Dämonen verteidigen können. Jawohl. So, das hätten wir jetzt auch bald, hoffe ich mal. So, dann hätten wir den jetzt unter Templer. Der hat sich natürlich jetzt nochmal ein Schritt gekriegt, bevor das mit umwuchsen könnten. Alter, wir sind jetzt Level 10, jawohl. Gibt es eigentlich viel zu viel zum Plündern? Vorratslager. Nur eine Wunde aus dem Gefecht. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft passieren. Okay, gehen wir mal da hoch. Weil wir haben immer noch nicht das gefunden, was wir suchen in dem anderen Bereich. Okay, das soll mir jetzt mal egal sein. Alter. Im Endeffekt will ich mir das jetzt nicht hier antun. Alter, jetzt fahr zur Hölle, verdammt, ich hab da keine Zeit für sowas. So, den haben wir jetzt bald. Die Templer, die nicht korrumpiert wurden, kämpfen tapfer. Ich bete, dass noch genug vom Orden zu retten ist. Wir dürfen nicht mit leeren Händen gehen, Sucherin. Falls nötig, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Okay. Weiß nicht, was die mit Maßnahmen meint, aber sich auf jeden Fall nicht so prickelnd an. Wir wahrscheinlich dann nach dem Kampf gleich nochmal zurück müssen. Ja, wir leben. Wahrscheinlich noch mehr wie ihr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Den nehmen wir jetzt noch mit. Okay, hast du das jetzt erledigt? Ihr macht uns glücklich. Ich fürchtete schon, ihr wärt tot. So, Halle mit euch. Barris erklärt euch alles weitere. Alles Gute. Okay, wir werden dann... Okay. Einen hätten wir noch. Müssen wir da jetzt hin? Müssen wir auf die andere Seite und dann durch wieder. Okay, das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die große Halle und gehen dann nochmal da hin. Heißt, wir haben jetzt noch zwei Sachen, die wir brauchen. Alter, die sind lästig. Alter, der hat irgendwie einen Powerboost gekriegt, warum auch immer. Aber wir können uns hier mit Strengthen aufstocken. So. So, das läuft auf jeden Fall schon mal. So, jawohl. Ihr kommt gerade recht. Gegen wie viele rote Templer habt ihr gekämpft? Einige sind durchgebrochen, um die Halle zu belagern. Und es kommen noch mehr.
So, wir gehen jetzt in die Kaserne rein. Da müssen wir jetzt nochmal da weiterschauen. Alter, bin immer noch hier ein bisschen orientierungslos. Okay, haben immer noch ein paar Gegner, die hier warten. Sollen wir mal noch auseinandernehmen. Ja, zerschmettert, jawohl, läuft. So, wenn die sich da um den kümmern, gehen wir hier mal durch. Schauen wir mal, dass wir hier das finden, was wir noch, also den nächsten Hauptmann hier finden. Veteranen oder wie man dazu sagen will. Jawohl, hier sind wir richtig. Die beschützen wir doch direkt. Ja, wenn ich keine Gesundheit mehr habe, muss ich Tränkchen schlürfen. Okay, läuft. Dann müssen wir gleich wieder in die Halle zurück. Okay. Das scheint erledigt zu sein. So, auf zurück zur Halle. So, dann sind wir in der Halle drin. Okay, die können wir noch besiegen, die nehmen wir noch mit. Die Zeit hätten wir noch. Erfahrungspunkte können wir immer brauchen. Vor allem erst, wenn wir Level 10 sind. Okay. Das wäre erledigt. Ja, also auf zur Halle. So, wo ist jetzt wieder die verscheiß Tür? Die war da hinten, oder? So, jetzt fehlt uns noch ein Teil, also noch eins von den Templer. Alter, der schon wieder. Jawohl, zerschmettern, 305 Schaden. Halt den richtigen Kombos, kann man richtig schön Schaden anstellen. Alter, lasst mich halt hin zu dem und dem mal Schaden anstellen. Idioten. So, das läuft auf jeden Fall. Bin schon mal sehr dankbar darüber. So, umso länger wir hier bleiben, umso mehr erholt sich der Status hier. Das heißt, wir müssen hier einen Augenblick warten. Aber Blödsinn. Das heißt, Dämonen besiegen, kurz warten, dass die sich auffüllen. Dann geht es ja eigentlich schon weiter. Im Endeffekt müssen wir dahin. So das aussieht, müssen wir da irgendwie ein Stockwerk höher. Frage ist bloß, wo können wir da... da schaut auf so, als ob wir höher gehen können. Da waren wir ja vorhin schon drin. Können wir da irgendwie raus? Also eher nicht. Sehr geil, Zeit hier ewig rumzusuchen. Also, wo müssen wir hin? Da wäre jetzt noch ein Gang hier drin. Vielleicht können wir hier irgendwie raufgehen. Ja, hier schaut es nach einer Treppe aus. Okay, das schaut goldrichtig aus. Alter, geh sterben, verdammt. So, ist der noch? Wow, läuft.
So. Haben wir es jetzt? Jawohl, die letzte. Der letzte. Stoß zu Varys. Er erklärt euch den Plan. Das heißt, das ist jetzt einmal erledigt. Haben wir hier noch irgendwas? Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Vielleicht können wir auch hier rumgehen. Wir können auch so in die große Halle gehen. Das ist praktisch. Gott weiß, wo wir jetzt rauskommen. So, auf in den Kampf. Schau hier mal drauf auf die Mutti. So, dann hätte man nämlich das auch schon erledigt. Das läuft schon mal recht gut. Kann es sein, dass die Stäbe vertauscht sind? Hier hat Eisstab benutzt, Feuermarke. Ich glaube, ich muss dann die Stäbe mal tauschen. So. Müssen wir den dann mal anquasseln. Also schön. Haltet sie uns vom Leib. Wir bringen diese Bestie zu Fall. Na, kommt her. So, müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, das funktioniert. Alter, es werden immer mehr. Wir können keine Flächen angreifen. Scheiße. Aber unser Magier kann mittlerweile richtig schön Damage anrichten. Ich habe das schon die beste Wahl im Endeffekt. Zwei Magier mitzunehmen. Einen Schurken und einen Nahkämpfer. Okay, die sind nur Stufe 4. Wahrscheinlich haben wir da eine große Menge von denen vielleicht machen müssen. Kommen wir da von den anderen Seiten noch mehr? Okay, wir haben halt schlecht, wenn man den auch anvisiert, also den auch angreift, wo man mit der Maus anklickt. Auf der Seite kommen auch Leute. Ja, die locken wir rüber, mit denen lege ich mich nicht alleine an. Bogenschützen. Ah, nice. Okay, nehmen wir mal ein Tränkchen. Okay, der will es mit uns anlegen, das kann er gern haben. Okay, die einfachen Gegner sind eigentlich ganz gut zu machen. Okay, hat sich dafür geopfert. Hätte die Gravur gelesen. Ey, wäre nur interessant gewesen. So, jetzt kriegt der Kerl erstmal die Knacki aufs Fressbrett. Was gibt's da zum Lachen? Wir haben nur noch 5 Tränke. Ich habe so viel von euch berührt, aber ihr seid selbstsüchtig in eurem Ruhm. Jetzt bin ich niemand. Dunkel.
verzweifelt. Ihr bringt den Tod, um selbst zu leben. Ich war einmal wie ihr, aber ich bin es nicht mehr. Und ihr solltet es auch nicht sein. Alter, ist der hässlich. Ich weiß nicht, was das Totensiegel heißt, aber ich denke mal, dass der... Alter. Ist das ein Bug? Also schaut auf jeden Fall aus, ob ich könnte nicht angreifen. Muss man das kapieren? Okay. Ich glaube, das will ich gar nicht verstehen. Okay. Dann greifen wir heute so an. Also so kann man sich halt auch nicht richtig bewegen, ne? Kann auch keine Angriffe machen. Aber... Hinten scheint... Alter. Auch die andere scheint sich da schlecht zu bewegen. Scheint sich da genauso... Alter, das nervt jetzt wirklich. Ich schaff's auch schon wieder immer wieder. Alter, ist das der Cole? Alter, der hilft uns, sau cool. Niemand kennt euch besser als ich. Alter, was geht mit dem ab? Wir haben nur noch zwei Tränke, das könnte voll hart werden. Die sollten wir mal auftanken. Ich habe dich wiederbelebt. Okay, was ist mit dem jetzt? Den haben wir aufgeholfen? Alter, was soll die Scheiße? Also irgendwie geht mir das jetzt ein bisschen auf die Eier. Okay, der hat die wiederbelebt, sehr gut. Der soll mal ein Tränkchen schlürfen. Irgendwie läuft hier irgendwas nicht ganz. Tiera sollte man mal aufhelfen. Irgendwie kann ich das nicht. Muss mal schauen, ob das der Soul ist dann kann. Okay. Das war der letzte Trank. Wiederbelebung 6 geht noch nicht. Hat er jetzt das mal oder nicht? Genau. Also irgendwie nervt mich das jetzt ein bisschen. Okay. Okay, wieso kann ich mich jetzt wieder normal bewegen? Einzigartiger Dolch. Das war jetzt echt strange. Sehr komisch, sehr komisch. Aber wir haben es geschafft. Trotzdem, mit Mühe und Not. Templerritter Fletcher. Bevor er starb, erzählte Sir Barris, wie ihr den Dämon mit Andrastes heiligem Licht offenbart habt. Wir waren nicht wachsam genug. Unsere Offiziere ließen uns im Stich und der Rest des Ordens war blind. Falls die Inquisition uns braucht, stehen wir bereit.
So schaut's aus. Es gab Verderbtheit hier. Aber ich habe auch Tapferkeit und Ehre in all jenen von euch gesehen, die standhaft blieben. Findet wieder zu alter Größe. Helft der Inquisition, die Bresche zu schließen, bevor sie uns alle verschlingt. Wir haben uns vor unserer Pflicht gedrückt, weil wir es nicht wagten, Fragen zu stellen. Das erkenne ich jetzt. Aber unser Orden hat keine Offiziere mehr. Wir müssen erst wieder aufbauen, was die Verräter zerstört haben. Ziehe euch als freie Verbündete anzuschließen. Ja, die sollen sich auflösen. Die Zeit drängt. Wenn der alte Orden zu gebrechlich ist, um zu stehen, dann werdet eben Ritter unter dem Banner der Inquisition. Dient uns! Schließt die Bresche und wagt mit unbefleckter Ehre einem Neuanfang! Das ist unser Angebot! Templer, begraben wir den Orden, wenn wir dadurch den Schwur erfüllen können, den wir einst leisteten? Der Orden ist hiermit aufgelöst. Wir werden der Inquisition dienen, um diese Bresche zu schließen. Wir werden uns euch anschließen. Templer verstehen es zu dienen. Seht ihr nur zu, dass die Inquisition für Neuankömmlinge bereit ist. So schaut's aus. Wir sind für jeden bereit, der mit uns in die Schlacht ziehen will. Ja, das hört sich gut an. Haben wir noch super hingekriegt, oder? Läuft. Jetzt mal schauen, sind wir dann komplett fertig? Dann schauen wir, was wir noch angehen können. Der Part läuft jetzt schon die ganze Zeit. So scheint es das Ende gewesen sein. So, gucken wir mal. Gibt es irgendwas Interessantes zum Lesen? Magister Gerion Alexus. Okay, er hat sich ausgelesen. Dabei lese ich doch so gern. Naja, wohl eigentlich nicht. Wobei ich jetzt aber seit dem Spielding, seit Divinity Original Sin eigentlich recht gut im Lesen bin. Schauen wir mal. Ihr habt den Templerorden im Namen der Inquisition aufgelöst? Ihr habt nicht gesehen, was sie getan hatten, Kommandant. Ihr und der Herold habt wacker gekämpft, aber diese Entscheidung wäre Sache der Inquisition gewesen, nicht die eure. Nicht jetzt, sie brauchen Lyrium. Was soll das heißen? Trotzdem müssen wir uns auf sie vorbereiten. Ich kenne einige Leute, die mit Lyrium handeln, normalem Lyrium. Wenn ihr so freundlich wärt, einen Kontakt herzustellen, kümmere ich mich um das Finanzielle. Mit wie vielen Templern rechnet ihr? Einige Dutzend Veteranen kommen vor dem Rest, um uns beim Schließen der Bresche zu helfen. Wann werden diese Veteranen eintreffen? Sie sind fast da. Templer kommen nicht gerne zu spät. Beim Erbauer! Wartet! Ich kam mit euch, um zu helfen. Ich hätte es euch schon eher gesagt, aber ihr wart beschäftigt. Schon gut, ganz ruhig, schau mal her. Schon gut, Cole. Ihr habt uns nur erschreckt, weil ihr aus dem Nichts aufgetaucht seid. Nicht aus dem Nichts. Ich war hier. Ihr habt mich nur nicht gesehen. Wie die meisten Leute, bis ich es ihnen erlaube. Ruft die Wachen! Diese Kreatur ist nicht wofür ihr... Einen Moment bitte, Cassandra. Ich will wissen, warum er gekommen ist. Ihr helft den Leuten. Ihr habt sie gerettet, als sie gestorben wären. Das will ich auch tun. Ich kann helfen. Jetzt wird's quer. Wie helfen, genau. Und warum würdet ihr der Inquisition helfen? Das Loch im Himmel ist so laut, dass kein Geist denken kann. Es
bringt allen Schmerz. Ich will, dass es aufhört. Wie selbstlos von euch. Ich will helfen. Ich kann praktisch unsichtbar sein. Ich kann Dinge töten, die Leute verletzen. Ich werde nicht im Weg sein. Ja, der bleibt doch mal. Cole hat mir in Seren Falls Schanze das Leben gerettet. Ohne ihn hätte ich Knight nicht besiegen können. Aber was will er jetzt? Ich glaube, er versucht wirklich, uns zu helfen. Ich werde nicht im Weg stehen. Ich bin klein, mache keinen Ärger. Niemand bemerkt mich, es sei denn, ihr wollt es. Ihr schlagt nicht ernsthaft vor, dass wir ihm gestatten, sich im Lager frei zu bewegen. Vielleicht nicht frei, aber es wäre eine Schande, ihn... Wartet. Wo ist der hin? Das klären wir später, ja. Bringen wir erstmal das zu Ende, weshalb wir hier sind. Ich lasse den Jungen von meinen Leuten beobachten, aber wir sollten uns dadurch nicht von der Bresche ablenken lassen. Wir werden eure Hilfe brauchen, wenn die Templer-Veteranen eintreffen. Bereitet euch vor, solange noch Zeit ist. Ja, ruhig bleiben, Brauner. Eins nach dem anderen. Okay, Orden auflösen ist immer eine recht radikale Sache. Das gebe ich zu. Aber ich fand es zum ersten Blick einmal richtig. Und ich würde sagen, danke schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also dann, ciao.